Ja, hallo, ich wollte noch kurz was erzählen über Kerberos und Authentisierung, und zwar am Beispiel von einer Besucheranmeldung bei uns. Wenn ein Besucher zu uns kommt, dann meldet er sich Empfang an und er prüft, ob er reinkommt. Wir benutzen also den Empfang als Trusted Third Party beim Kerberos als Authentication Server. Wenn jemand dorthin kommt, dann fragen wir als Ersten, wer du bist. Das ist die Identifikation. Also wir sollen wissen, wer es ist. Dann fragen Sie nach der Authentisierung. Und eine Authentisierung kann auf drei Arten erfolgen. Entweder darüber, dass man etwas weiß, dass man etwas hat oder dass man etwas ist. Ja, was bedeutet das auf Empfang? Man weiß, naja, am Empfang hat man normal kein Passwort, aber man könnte sich auch vorstellen, dass man irgendein Passwort sagen müsste, um am Empfang reingelassen zu werden. Man hat etwas, das kann zum Beispiel ein Ausweis sein oder irgendein Token, was man teilweise hat, wo ein Code draufsteht. Oder man ist etwas, das heißt, wenn jetzt jemand ankommt, den man kennt, zum Beispiel den Hauptchef der Telekom, der ist bekannt, das heißt, der muss sich nicht ausweisen, sondern vom Aussehen her ist er legitimiert. Der Empfang selber, also man hat dann die Identifikation, man hat die Authentisierung. Und als drittes fehlt dann noch die Berechtigung. Wenn jemand zu uns zu Besuch kommt, dann steht er in der Besucherliste drin und dort muss er eben draufstehen. Wenn er dort nicht draufsteht, kommt er nicht rein. Das heißt, man braucht dann immer noch die Legitimation. Wenn diese Sachen erfüllt sind, dann stellt der Empfang einen Besucherausweis aus. Ja, das bei Kerberos ist das, das Ticket-Granting-Ticket, was eben den Zugang erlaubt. Damit kommt die Person dann rein und kommt dann in irgendeine Abteilung und möchte dort zum Beispiel in den Serverraum rein. Ja, dann kommt er beispielsweise zu mir. Ich prüfe den Besucherausweis, sehe, aha, der ist erstmal legitimiert, dass er hier rein kann. Und schau danach, ist das der, der jetzt auch in den Serverraum rein soll? Jawohl, das ist er. Und gebe ihm dann eine zweite Karte, mit der er dann in den Server reinkommt, in den Serverraum reinkommt. Das heißt, ich bin dort ein Ticket-Granting-Service und er kriegt ein Service-Granting-Ticket. Also der Service, ich komme in den Serverraum rein, bekommt er. Alle diese Tickets haben einen Zeitstempel. Ja? Also bei dem Besucherausweis, also natürlich nicht bei dem, aber beim richtigen Besucherausweis steht dann noch ein Datum drauf und man kommt nur an diesem Datum rein. Kerberos hat deshalb die Einschränkung, dass man eine genaue Uhrzeit braucht, damit eben alle Dienste die Gültigkeit der Tickets überprüfen können. Die Tickets selber sind einfach nur ja, Zettel, wo drauf steht, das ist jetzt der Kurt Uwig und der darf die das ist gültig bis zu dem Datum und so weiter. Und darauf ist eine digitale Signatur. Das ist also kein großer Zauber, sondern es ist einfach wirklich nur so wie so ein Stück Papier, wo das draufsteht und digitale Signatur, dass das echt ist. Alle Server müssen halt, wie gesagt, die genaue Uhrzeit haben und die digitale Signatur prüfen können, sprich den Public Key des Ticket-Granting-Service kennen. Ja, und das war es eigentlich schon, wie man Kerberos mit der Besucheranmeldung vergleichen kann. Viel Spaß morgen!